So, guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Datacolor-Webinar mit Maike Jarsetz. Es geht heute um den websicheren Workflow mit Lightroom und dem Spider-Checker, Checker24, dem Spider-Cube. So, wie eben schon gesagt, ein paar kleine Probleme. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ich, das bin Boris Bergmann von Datacolor, und die Maike, wir begrüßen Sie heute aus dem hohen Norden. Wir sitzen nämlich beide in Hamburg bei noch schönstem Wetter, blauem Himmel heute und die nächsten Tage. So, und ich brauche die ja, halbe Minute noch, damit Maike alles bei sich einrichten kann. Aber ich denke, das ist halt live, und ich hoffe, dass sie Boris, ich habe das alles eingerichtet. hervorragend. Maike, herzlich willkommen. Danke, dass das alles so dann geklappt hat. Dann würde ich sagen, erzähle ich gar nicht mehr ganz so viel, sondern wir stürzen uns gleich ins Vergnügen. Ich übergebe Sie jetzt an Maike, und nach der Präsentation von der Maike geht es in den Chat hinein, und Sie haben die Möglichkeit, all die Fragen, die Sie denn zu diesem Themenbereich haben, einfach an uns zu stellen, und wir werden diese nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle, Maike, du gib doch bitte deinen Monitor für uns frei. Das ist jetzt für dich machbar, und dann auf geht's. Ja, Jo, das wir sollte sehen dich. eigentlich, ihr seht mich, das würde mich jetzt wundern. Also ihr solltet eigentlich meine Leitungsoberfläche sehen. Stimmt. Ansonsten hätte ich mich noch ein bisschen zurechtgemacht, würde ich mal so sagen. Boris, ich musste sowieso eben schmunzeln, weil du vom blauen Himmel erzählt hast. Den habe ich heute auch gesehen, aber jetzt ist es bei mir echt dunkel drumherum. Aber nun gut, das ist ja Ja, du, Kunst. so ein Restblau ist noch da, wenn du in die richtige Richtung guckst. Ah, okay. Gut, herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, die jetzt wieder dabei sind. Wir haben ja schon diverse Webinare mittlerweile gemacht, immer zu ganz spezifischen Themen. Heute wollte ich das Thema eigentlich relativ offen lassen. Das heißt, es geht im weitesten um einen Farbentwicklungsworkflow. Ich möchte halt darüber reden, wie man farbsicher arbeiten kann, aber vor allem auch in die verschiedensten Ecken und Enden von Lightroom schauen und einfach gucken, wie kann ich meine Farben hier optimieren auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und da möchte ich einfach mal im Programm ein bisschen hin und her springen, ein paar Sachen zeigen, vielleicht ein paar Sachen, die manchen selbstverständlich erscheinen, für andere aber noch ein Buch mit sieben Siegeln sind, einfach mal reinschauen und gucken. Deshalb springe ich auch zwischen verschiedensten Ordnern hin und her und möchte halt einfach was zeigen. So, was habe ich hier schon mal vorbereitet oder was habe ich hier als erste Beispieldatei? Die meisten von Ihnen kennen das sicherlich, wenn Sie Datacolor-Kunden sind. Wir haben hier einmal den Spider-Checker 24, einmal den Spider-Checker 48 und obendrauf haben wir noch den Cube montiert, den wir hier auch nochmals als Einzelbild haben. Und mit diesen beiden Werkzeugen möchte ich Ihnen jetzt vorweg erstmal, bevor wir erste individuelle Entwicklungen machen, einfach den Workflow zeigen. Das heißt, es geht darum, wie arbeite ich damit, wie arbeite ich mit diesen Geräten, was habe ich davon? Und da fange ich vielleicht mal mit einer Basiskorrektur an. Ich mache mir dieses Bild hier mal so auf. So, und sehe, dieses Bild ist komplett unentwickelt. Da ist kein Weißabgleich drin, das ist noch zu dunkel und. Und ja, jetzt halten wir halt diesen schicken Spider-Cube hier in der Hand. Was machen wir mit dem? Das will ich Ihnen kurz mal zeigen. Und da sehen Sie eigentlich dann auch relativ schnell ein Vorgehen bzw. ein Muster, womit Sie alle Bilder entwickeln können, die ja günstigsterweise tatsächlich dann so ein Spider-Cube auch für eine Testaufnahme in der Hand haben, aber vielleicht auch, wenn Sie ja andere natürliche dunkle und helle Bildbestandteile haben. So, warum sieht der Spider-Cube so aus, wie er aussieht? Was haben wir hier? Wir haben hier ein Schwarz und haben zusätzlich ein richtig schwarzes Loch. Wer das schon mal in der Hand gehabt hat, weiß, da geht es relativ tief rein. Das heißt, wir haben hier einen tiefen Schatten, in den eigentlich bei normaler Studiobeleuchtung, aber auch Außenbeleuchtung kein Licht kommen sollte. Punkt ist, wir brauchen ein absolutes Schwarz. Auf die gleiche Art und Weise haben wir hier einen Reflex, das heißt, ein metallischer Bereich, der Licht reflektiert. Ein Muster ist eine Kugel, von irgendwoher kommt immer Licht. Das heißt, wir werden in irgendeiner Form ein absolutes Weiß haben. Und das sind so die ersten Eckdaten, die man einfach versucht zu finden, wenn man
an die Belichtungskorrektur geht. Das heißt, der erste Schritt ist hier jetzt nicht mit der Belichtung zu sagen, mach das Ganze doch mal ein bisschen heller. Das kann man natürlich geschmäcklerisch machen, aber ist eigentlich nicht die richtige Reihenfolge, sondern die Reihenfolge ist erstmal die Eckdaten, also die Grenzwerte für Schwarz und Weiß festzulegen. Und das kann ich auf zweierlei Arten und Weisen machen. Ich habe ja in den Tonwertsteuerungen von Lightroom einen Weiß- und Schwarzregler. Und diese sind eben nicht ganz spezifische Regler, die man ganz eventuell am Schluss macht, sondern das sind Regler, die man eigentlich schon am Anfang benutzen sollte. Wenn Sie aufs Histogramm schauen, dann sehen Sie, wenn ich mit der Maus mich hier oben bewege, dass mehrere Sachen passieren. Das eine ist, dass immer so ein kleiner grauer Bereich gehighlightet wird. Und wenn Sie jetzt mal in diesen Tonwertbereich gehen, dann sehen Sie, dass Ihnen analog hier genau diese Bearbeitungsfelder, diese Schieberegler angezeigt werden, mit denen Sie hier eigentlich arbeiten können. Sie können übrigens, das ist ein kleiner Tipp, das wollte ich heute auch übrigens auch öfter mal loswerden, so kleine Tipps und Tricks, mit denen das Arbeiten schneller gehen kann. Sie können auch direkt in diesem Histogramm angreifen, können klicken und dann, jetzt sehen Sie meinen Mauszeiger nicht mehr, aber glauben Sie mir, ich habe die Maus gedrückt, einfach ziehen. Und dann ziehen Sie halt gleichzeitig den Schieberegler, der für diesen Bereich zuständig ist, als auch das Histogramm. Ich ziehe jetzt einfach mit der Maus nach links und rechts und kann so das Ganze halt auch bewegen. Gut, aber ich möchte das jetzt hier direkt an den Schiebereglern machen, weil ich jetzt Folgendes erreichen möchte. Ich möchte ein absolutes Schwarz und ein absolutes Weiß herstellen. Ich mache mal mit dem Weiß weiter, weil ich da gerade sowieso schon dran war. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und Sie sehen, dass alles schwarz wird. Was ist passiert? Dadurch, dass ich die Alt-Taste drücke, während ich den Schieberegler regle, wird das gesamte Bild sozusagen schwarz eingefärbt und nur da, wo ein absolutes Weiß entsteht, da wird es mir angezeigt. Und ich sehe jetzt, dass ich in dem Reflex sowieso schon ein absolutes Weiß habe, dass für das Bild Weiß für mich es also absolut nicht notwendig ist, an dem Weißregler noch etwas zu tun. Auf die gleiche Art und Weise gucke ich mir mal das Bild schwarz an und hier sehe ich den umgekehrten Effekt, alles wird weiß gemacht und ich sehe in dem Bereich, wo eigentlich ein absolutes Schwarz sein soll, noch so ein paar gelbe und rote Pixelchen. Das heißt für mich, dass bisher der Rot- und der Grünkanal im Beschnitt sind. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter das Schwarz nach links regle, dann sehen Sie, dass es sehr, sehr schnell zuläuft und wirklich schwarz wird. Und das kann ich so lange machen, bis ich hier ein absolutes Schwarz erzeugt habe. Und damit habe ich jetzt die Grenzwerte für meine Belichtung erzeugt. Das heißt, links und rechts beim Schwarz und beim Weiß wird das Bild sozusagen festgehalten und als nächstes kommen die Mitteltöne dran, das ist die Belichtung. Und hier kann ich jetzt optisch einfach das Bild so steuern, wie ich es haben möchte. Ich habe dadurch, dass ich den Weißpunkt und den Schwarzpunkt festgesetzt habe, habe ich hier die Belichtungsgrenzen festgesetzt, habe ein absolutes Weiß und ein absolutes Schwarz im Bild festgesetzt und kann dann optisch meine Belichtung steuern. Und diese Belichtung kann ich halt so steuern, bis mir der Mittelwert halt ganz gut erscheint. Ich könnte jetzt hier messen. Also ich könnte jetzt einfach mich mit der Maus drauf bewegen. Schauen Sie mal hier in diesem Bereich unterhalb des Histogramms, da sehen Sie, dass mir auch Werte im Prozent angezeigt werden. Und ich könnte den Belichtungsregler jetzt so weit regeln, dass ich ungefähr an einem 50-prozentigen Wert bin. Sie sehen aber auch, dass es abweicht. Rot, Grün und Blau sind nicht ausgewogen. Warum? Weil ich noch überhaupt keinen Weißabgleich gemacht habe. Diesen Weißabgleich kann ich, und dafür ist es ja auch da, kann ich direkt an diesem Graufeld machen. Dazu nehme ich mir einfach die Pipette und klicke halt hier in diesen Bereich rein. Übrigens, Sie sehen hier in der Lupe oder in der Übersicht eine, was sind das jetzt gerade, 25 Felder, also 5x5 Felder, die Ihnen zeigen, welche Pixel Sie jetzt gerade bearbeiten. Gerade wenn Sie nicht so einen praktischen kleinen Cube haben, sondern vielleicht nur ganz kleine Bereiche, wo Sie sagen, das ist eigentlich ein neutraler Bereich, kann es ganz schnell passieren, dass zum Beispiel sowas passiert hier. So. Dass Sie gar nicht genau sehen, in welchem Bereich Sie reinarbeiten. Oder ich versuche, das Zahnweiß zu nehmen und merke gar nicht, dass mir das Rot der Lippen hier noch mit reinspielt. Dafür ist diese Übersicht ganz gut und Sie können das über den Maßstab, den Sie hier unten sehen, auch noch verkleinern, vergrößern. Also hier die Toleranz des Ganzen noch verändern. Gut, ich habe es jetzt hier einfach, da der Cube groß genug ist, dass ich eine große Fläche habe, mit der ich arbeiten kann, einmal raufgeklickt, sorge ich dafür, dass dieser Bereich hier neutralisiert wird und kann halt jetzt optisch noch nachsteuern. Ich versuche mal, ob ich auf der linken Seite genau das Gleiche habe. Sie sehen,
dass ich hier ein bisschen Abweichung habe. Das liegt mit Sicherheit daran, dass ich links und rechts ein Licht gesetzt habe und das offensichtlich in der Farbtemperatur sich unterscheidet. Auch dafür ist es ganz wichtig, dass ich hier zwei Farben habe. So, damit habe ich sozusagen die Basiskorrekturen gemacht. Ich ziehe die Belichtung noch mal ein bisschen an und sage, das ist in Ordnung. Schauen wir uns das mal vorher nachher an. Ich drücke die Taste Y und habe damit das vorher nachher geklickt. Das stimmt nicht ganz hier. Ich sehe, ich habe hier noch nicht die Basiskorrektur drin. Was habe ich gemacht? Ich habe zwischendurch das Bild mal importiert. Ich gehe mal hier auf den Importieren-Wert und stelle mal sicher, dass das wirklich die letzte Einstellung ist, die halt meine Einstellung zurücksetzen, dass das wirklich die Vorher-Einstellung ist. Das ist nämlich das unkorrigierte Bild, das Sie eben gesehen haben. Auch hier ein kleiner Trick, wenn Sie etwas vergleichen wollen, was sich innerhalb Ihres Protokolls befinden, also einen dieser Schritte in die Vorher-Ansicht schieben wollen, gehen Sie einfach mit rechter Maustaste rauf und sagen Sie Protokollschritt Einstellung nach vorher kopieren. Das habe ich auch eben gemacht und so habe ich halt genau den Vergleich, wie weit ich gekommen bin. So, wenn ich das jetzt gemacht habe und dann auch noch eine Serienaufnahme habe, dann kann ich natürlich jetzt ohne weiteres reingehen. Über die Taste Y gehe ich mal aus der Vergleichsansicht wieder raus. Nehme mir wieder die rechte Maus, das ist wirklich sehr, sehr nützlich bei Lightroom und sage, geh mal zum Ordner in die Bibliothek, da wo ich eine ganze Reihe von Bildern habe. Über die Taste G gehe ich in die Rasteransicht und hier sehen Sie die gesamte Serie von Bildern. Und die kann ich mir natürlich jetzt ohne weiteres auswählen und kann sagen, dass ich das Ganze synchronisieren möchte. Entweder in der Bibliothek oder im Entwickelmodul. Da kann man verschiedenste Sachen machen. Ich möchte jetzt nicht automatisch synchronisieren, sondern klicke, achten Sie mal hier auf links unten. Ich klicke auf den kleinen Kippschalter und sage nachträglich, möchte ich alle Einstellungen von diesem Bild hier auf meine Serie übertragen. Und dazu synchronisiere ich einfach. Jetzt ist es bei mir einfach. Denn ich habe ja von vornherein oder bis jetzt in den anderen Bildern noch gar nichts gemacht. Die haben keinerlei Entwicklungseinstellungen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, übernehme einfach alle Einstellungen und übertrage sie. Dessen können Sie sich aber nicht immer sicher sein. Sobald Sie ein kleines Plus-Minus hier in dem Symbol drin haben, also wie Sie es zum Beispiel hier sehen, ne, dieses Plus-Minus, dann sehen Sie, dieses Bild wurde schon bearbeitet. Und Sie wissen nicht, in welcher Form. Das kann einfach nur eine Ausschnittvergrößerung sein. Das kann aber auch schon etwas ganz Spezifisches gewesen sein. Deshalb achten Sie beim Synchronisieren darauf, dass Sie immer erstmal sagen, nichts auswählen und dann wählen Sie wirklich nur die Parameter an, die für Sie wichtig sind. Basistonwerte und Weißabgleich. Natürlich die Prozessversion. Das ist das, was für mich jetzt wichtig war. Und das kann ich ohne weiteres synchronisieren und habe so eine gesamte Reihe von Bilddaten so entwickelt, wie ich es haben möchte. Und das natürlich auch für alle Folgebilder, wo der Cube dann nicht mehr im Spiel ist, sondern wo ich wirklich an Shooting gehe. Das ist so eine ganz simple, ich sage jetzt mal per Handkalibrierung, die ich mit dem Cube machen kann. Etwas anderes ist es natürlich, wenn ich Belichtungs- oder Aufnahmesituationen standardisieren möchte. Da kommt der Spider-Checker ins Spiel. Und der Spider-Checker ist entweder für den Studiobedarf halt recht komplex. Ich kann ihn aufklappen. Er hat hier im linken Bereich noch weitere Sekundärfarben, an denen ich zum Beispiel einen dedizierten Weißabgleich machen kann. Ich kann den Cube oben aufschrauben. Also all die Möglichkeiten habe ich. Aber es gibt seit letzten Herbst auch noch den Spider-Checker 24, der deutlich kleiner ist. Der ist schmaler, der ist handlicher, der ist leichter. Den kann man einfach im Fotokopfer einfach mal schnell oben drauf werfen. Nimmt nicht viel Platz weg. Und damit kann ich natürlich auch meine Kalibrierung machen. Ich habe einfach weniger Farbfelder, einen etwas kleineren Chart. So, wenn ich jetzt diese beiden Charts benutze, um eine Kalibrierung zu machen, dann kann ich natürlich erstmal genau das Gleiche machen, wie ich es eben auch gemacht habe. Ich kann sagen, ich mache das manuell. Ich achte erstmal darauf, dass ich das Weiß habe. Mit Alt-Taste versuche ich mir mal hier das Weiß anzuzeigen und dann sehen Sie, dass hier irgendwann in dem Bereich das Weiß auch kommt. Ich kann zwischendurch mal einen Weißabgleich machen, den mache ich auf einen dieser mittleren Bereiche. Dann stellt sich das hier auch ein bisschen anders dar und Sie sehen, dass ich hier wirklich auch schon weiß habe. Ich kümmere mich jetzt überhaupt nicht um die Belichtung hier hinten, sondern nur um die Belichtung hier vorne in dem Chart. Und genauso kann ich das mit dem Schwarz auch machen. Und hier noch ein kleiner Trick, den ich Ihnen vorhin noch zeigen wollte. Ich setze mal jetzt beide Regler wieder auf 0. Das mache ich mit einem Doppelklick.
wenn Sie die Shift-Taste drücken und dann einen Doppelklick auf einen der Tonwertregler machen, dann machen Sie sozusagen eine automatische Tonwertkorrektur, aber nur für die einzelnen Regler. Das bedeutet, dass ich jetzt mit einem Doppelklick gedrückter Shift-Taste auf das Weiß und auf das Schwarz dafür sorge, dass die Tonwertkorrektur so gehandhabt wird, dass ich halt irgendwo in den kleinsten Teilen im Bild ein absolutes Weiß und ein absolutes Schwarz habe. Ob es jetzt der Chart ist, das sei dahingestellt, weil ich hier jetzt noch andere, hellere Bereiche im Bild habe. Und so kann ich halt auch sehr, sehr schnell korrigieren. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn des Charts, nicht der Sinn des Spider-Checker, sondern der ist es, richtig ausgemessen zu werden. Und dazu muss ich eine Sache machen, ich muss nämlich mein Bild im Ausschnitt bestimmen. Und schauen wir uns das hier mal an. Hier habe ich schon ein TIFF erzeugt, da ist auch noch ein TIFF, aber hier habe ich, glaube ich, die ursprüngliche NEF-Datei, genau. Was habe ich hier vorliegen? Schauen wir mal auf das Freistellungswerkzeug. Das ist genau eines der Motive, die ich einfach freistelle auf den Bereich, in dem sich diese Farben befinden. Das ist auch gar nicht schwer, weil Sie halt hier sehr einfach erkennen können an dieser Stelle. Ich zoome mich mal kurz ran, bestätige das mal. Und dann zoome ich mich mal kurz an diese Ecke ran. An dieser Ecke, wenn sie dann freigestellt ist, ich gehe mal wieder raus, na, wenn sie dann freigestellt ist, sehen Sie halt hier genau einen weißen Punkt, den sehe ich jetzt gerade nicht, dann schiebe ich mich mal hier rüber und dann sehen Sie da an der Kante den weißen Punkt und die Ecke besser. Hiermit können Sie ganz genau festlegen, auf welchen Ausschnitt Ihre Bilder, Ihr Chart freigestellt wird. So, das muss ich tun, um das Ganze dann meiner Datacolor Spider Elite Bearbeitung zu übergeben. Und das geht aus Lightroom heraus eigentlich recht simpel. Ich muss mir bloß überlegen, ich muss wissen, in welcher Form ich jetzt diese Bilddaten, diese oder diese, hier habe ich schon gemacht, Sie sehen hier unten, das ist eine TIFF-Datei, die ich schon ausgegeben habe. Das hier ist noch eine sogenannte NEF-Datei, also noch eine RAW-Datei. Was ich zur Ausmessung in der Spider-Software benötige, ist eine 16-Bit-TIFF-Datei. So, jetzt könnte ich natürlich auf Exportieren gehen und das Ganze als 16-Bit-TIFF exportieren, in die andere Software gehen und das dort wieder reinladen. Ich kann es mir aber auch einfach machen. Da ich weiß, dass ich das öfter brauche und dass ich öfter solche Einstellungen habe, dass ich öfter Aufnahmesituationen habe, wo ich messen möchte, lege ich mir Voreinstellungen an. Und zwar lege ich mir Voreinstellungen an für die externe Bearbeitung in anderen Programmen. Wenn Sie in den Voreinstellungen auf die externe Bearbeitung gehen, dann sehen Sie generell erstmal die Vorgaben für den Fall, dass Sie etwas direkt an Photoshop übergeben. Da habe ich auch Einstellungen im TIFF in Adobe RGB 8-Bit Farbtiefe, aber es gibt halt auch noch andere Voreinstellungen. Sie haben die Möglichkeit, über den Knopf Wählen, den Sie hier im zweiten Bereich haben, auch andere Programme auszuwählen. Sie können einfach in Ihre Programme reingehen und können sagen, ich möchte zum Beispiel jetzt aus meiner Software hier Datacolor nehmen, Spider 4 Elite und das als Software auswählen. Ich breche das ab, weil ich habe es schon gemacht. Kann das hier mal kurz anwählen und habe mir daraus eine Vorgabe gespeichert. Das können Sie in Lightroom ja überall machen. Immer wenn Sie irgendwas einstellen, haben Sie ab einem gewissen Punkt die Möglichkeit zu sagen, dass Sie die aktuellen Einstellungen als neue Vorgabe speichern. Das, wie gesagt, habe ich hier schon gemacht für verschiedene Zwecke, für verschiedene Ausgabezwecke. Unter anderem habe ich die Spider-Checker-Bearbeitung als TIFF in Adobe RGB und 16-Bit vordefiniert. So, was für einen Vorteil habe ich jetzt dadurch? Der Vorteil, den ich dadurch habe, ist folgender. Wenn ich jetzt hier meinen Chart fotografiert habe, ich bin mitten im Shooting, ich habe kurz mal den Ausschnitt gemacht und ich sage jetzt, ich muss schnell rüber wechseln, um das schnell mal auszumessen, um mir daraus eine Vorgabe zu machen, dann gehe ich einfach hier aus dem Entwickelmodul direkt raus und sage, dass ich das Foto direkt bearbeiten möchte, dass ich das Ganze direkt bearbeiten möchte in der Spider-Checker-Bearbeitung. Die Spider-Checker-Bearbeitung wird jetzt mit all den Vorgaben, die ich mir eingestellt habe, übergeben. Und hier wird gesagt, pass auf, du hast jetzt eine RAW-Datei. Daraus haben wir vorgegeben, dass wir ein TIFF in Adobe RGB mit 16-Bit machen. Und das
kann ich jetzt einfach bearbeiten und es wird automatisch geöffnet. Ich nehme jetzt den 48er-Chart, weil ich hier noch die RAW-Datei hatte, kann aber auch ohne weiteres das mit dem 24er-Chart durchmessen. So, und Sie sehen, die Software öffnet sich automatisch. Ich muss gar nichts machen. Ich muss keine Datei neu suchen. Ich muss nicht gucken, wo habe ich das Ganze hingespeichert, sondern es wird mir auch nochmal ein Hinweis gegeben, dass ich in den Voreinstellungen der Datei wählen kann zwischen den verschiedenen Charts. Und dann sehen Sie hier schon, dass mir die Normfarbfelder hier überlagert werden. Und mit diesen Normfarbfeldern wird jetzt einfach abgeglichen. Das heißt, es wird eine Abweichung gemessen aus meinem entwickelten Bild, aus meiner Testdatei und den eigentlichen Normfarben. Und dann kann ich entscheiden, ob ich das Ganze für Lightroom oder Camera Raw speichern möchte. In meinem Fall möchte ich es natürlich für Lightroom machen. Ich sage einfach, dass ich die Kalibrierung speichern möchte. Und das mache ich kolorimetrisch, das heißt, ich mache es einfach nur von den Farben her. Mich interessiert nicht explizit die Sättigung und ich möchte auch keine Variante für ein Porträt haben, was sich jetzt speziell um Hauttöne und so weiter kümmert, sondern ich möchte einen ganz klaren Abgleich, eine ganz klare Kalibrierung haben. Ich mache das jetzt mal nicht, weil dann müsste ich halt Lightroom neu starten. Ich habe es natürlich schon gemacht und ich kann Ihnen zeigen, wo Sie genau diese Kalibrierung jetzt wiederfinden. Die Kalibrierung finden Sie wieder in den Vorgaben. In den Vorgaben und dort in den Benutzervorgaben. Hier sehen Sie an meiner Stelle, dass ich verschiedenste Vorgaben hier schon habe. Und zwar habe ich Vorgaben für den Spider-Checker 24, 48 und auch für Aufnahmen, die ich eventuell mal nur als JPEG mache und da natürlich dann auch eine andere Farbtiefe habe. All diese habe ich durchgemessen und kann deshalb direkt von hier aus meine Kalibrierung starten. So, wenn ich das jetzt übernehme, also wenn ich jetzt sage, ich habe hier gemessen mit dem Spider-Checker 48, die Vorgabe, die jetzt hier gemessen wurde, die möchte ich mir anschauen, dann kann ich in die HSL-Einstellungen gehen und sehe in den HSL-Einstellungen haargenau, welche Korrekturen hier vorgenommen wurden. Und Sie sehen, dass die Farbtöne hier schon sehr extrem korrigiert wurden. Wenn ich in die Sättigung gehe, betrifft das eigentlich fast alle Sättigungen, außer den Rot- und Orangetönen. Wenn ich in die Luminanz gehe, ist auch hier eine ganze Menge getan worden. Und all diese Einstellungen sind jetzt Bestandteil dieser Vorgabe. Und das muss man wissen, weil ich natürlich jetzt, wenn ich anfange, meine anderen Vorgaben zu gestalten, also zum Beispiel zu sagen, für Hauttöne möchte ich mir was Besonderes ausdenken. Wenn ich mit Hauttönen arbeite, ist es zum Beispiel so, dass ich die Rotsättigung auf jeden Fall immer ein bisschen runternehme, damit es nicht ausblutet. Ich möchte aber im Gegenteil dazu die Luminanz für die Orangetöne, für die eigentlichen Hauttöne deutlich hochnehmen und auch generell die Sättigung dafür ganz kleinen Tick zurücknehmen, damit das transparenter ist. Im Farbton sorge ich dafür, dass das Rot immer einen Tick in Richtung Orange geht, damit es halt ein bisschen wärmer ist. So, das sind jetzt zusätzliche Sachen, von denen ich gesagt habe, zusätzlich zu meiner grundsätzlichen Kalibrierung möchte ich für mein Zielporträt noch andere Sachen machen. So, was mache ich aber jetzt? Denn es gibt keine Möglichkeit in Lightroom zu sagen, bitte speichere mir jetzt nur die Korrektur, die direkt darauf angewendet wurde, also sozusagen die zusätzliche Korrektur. Was ich aber machen kann, ist zu sagen, dass ich dieses Spider-Checker 48, hätte ich jetzt auch besser Spider-Checker 48 Porträt nennen können, dass ich diese aktualisiere mit diesen Einstellungen, die ich hier gemacht habe. Und da kann ich noch viel mehr machen. Da kann ich zum Beispiel in den Grundeinstellungen sagen, pass auf, übernehme mir mal nicht die Grundeinstellung, die du hier für das Bild genommen hast, dann null ich mal alles, weil das soll ja hier nicht Bestandteil sein, sondern zieh mal zum Beispiel die Dynamik zurück. Also generell die Sättigung in dem Ganzen. Die Klarheit ein bisschen hoch, die Dynamik ein bisschen zurück. Und schon möchte ich, dass du bitte das mit den aktuellen Einstellungen aktualisierst. In diesem Fall, damit es für Sie besser aussieht, ziehe ich die Belichtung ein bisschen nach. Normalerweise würde ich das nicht machen. Und sage dann einfach mit rechter Maustaste, dass bitte mit den aktuellen Einstellungen diese Vorgaben aktualisiert werden. Und Sie sehen auch hier wieder, dass Sie jetzt entscheiden können, welche Einstellungen denn hier notwendig sind. Und hier ist natürlich ganz, ganz wichtig die Farbbehandlung, also die allgemeinen Farbkorrekturen, die Dynamik. Ja, die Sättigung brauche ich eigentlich nicht, weil ich die nie benutze. Ich benutze nur die Dynamikeinstellung. Und so korrigieren Sie nach und können natürlich auch sagen, die Belichtung habe ich zwar jetzt optisch benutzt,
Aber wenn es um den reinen Farbabgleich geht, nehme ich die hier in diesem Fall nochmal raus. Ne? Also all diese Sachen interessieren mich nicht, sondern in diesem Fall interessiert mich hier nur die Farbe. So können Sie mit Vorgaben arbeiten, um einen farbsicheren Workflow zu machen. Der ist natürlich in erster Linie dann wichtig, wenn Sie mit der Bearbeitung starten. So, und damit könnte ich das aktualisieren. Das mache ich jetzt natürlich nicht, dann hätte ich mir für die nächste Demo diese Vorgabe kaputt gemacht. Also breche ich jetzt mal ab. Worauf ich Sie hierbei einfach hinweisen möchte, ist, dass Sie mit Vorgaben eine bestimmte Reihenfolge beibehalten müssen und sich vor allem überlegen sollen, was allgemein in eine Grundvorgabe gehört. Und wenn Sie natürlich jetzt den Spider-Checker zur Kalibrierung benutzen, dann erstellen Sie damit eine Grundvorgabe. Okay, wo kann ich die denn noch einsetzen? Es ist ja jetzt eine Sache, sie im Entwickelmodul einzusetzen, also zu sagen, pass auf, hier, jetzt weiß ich gar nicht, ob das in der gleichen Situation aufgenommen wurde, aber ich glaube schon, schauen wir mal kurz, ja. Hier ziehen wir den Weißabgleich nochmal ein bisschen nach, damit wir das nochmal nachholen. Also das ist definitiv nicht die gleiche Aufnahmesituation gewesen. Ach, übrigens, eine Sache kann ich Ihnen noch zeigen. Ich werde oft gefragt, was dieses Feld hier bedeutet, dieses vorherige, ganz einfach. Wenn ich jetzt ein Bild angeklickt habe und dann in ein anderes gehe und sage, eigentlich brauche ich genau das, was vorhin benutzt wurde, dann klicken Sie einfach auf vorherige und in dem Moment haben Sie 1:1 die Einstellung vom rechten auf das linke Bild übertragen. Das ist so ein kleiner Tipp dabei. Gut, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wo kann ich denn außer im Entwickelmodul mit diesen Vorgaben arbeiten? Und da kommt eine Menge zusammen. Eine Sache ist, dass Sie zum Beispiel sagen können, dass Sie von jetzt an dieses immer als Standardvorgabe beim Import benutzen wollen. Das kann ich nicht erst beim Import festlegen, denn dort kann ich es ja auch immer wieder vergessen, sondern ich kann von hier aus jetzt schon, wenn ich eine Vorgabe erstellt habe, sagen, dass ich diese bitte auf Importieren anwenden möchte. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Vorgabe kriegt so ein kleines Plus hier. Und wenn ich jetzt importieren würde, also neue Bilder mir reinholen würde, ich gehe mal kurz ins Importieren-Fenster rein, dann ist hier in diesem Bereich, den Sie vielleicht kennen, während des Importvorgangs anwenden, automatisch schon als Entwicklungseinstellung der Spider-Checker 24 ausgewählt. So, das heißt, ich kann es nicht vergessen, es ist für jeden neuen Vorgang, ist es jetzt als Spider-Checker 24, als Entwicklungsvorgabe angelegt. Das muss ich jetzt hier nicht mehr machen. Ich zeige Ihnen lieber noch mal was anderes. Wenn ich in der Bibliothek bin, kann ich das auf genau die gleiche Art und Weise machen. Denn in der Bibliothek haben Sie auch in der Ad-Hoc-Entwicklung die Möglichkeit, auf gespeicherte Vorgaben zuzugreifen. Das mache ich mal ein bisschen größer, damit Sie das sehen. Hier haben Sie den Zugriff auf Ihre Benutzervorgaben und können auch hier für einzelne Bilder oder für eine ganze Reihe von Bildern sagen, dass Sie halt hier mit diesen von Ihnen gespeicherten und eventuell auch modifizierten Vorgaben arbeiten wollen. Also eine Entwicklungsvorgabe ist nicht nur etwas für das Entwickelmodul, sondern Sie können es jederzeit im Workflow anwenden. Schon in der Bibliothek und wenn Sie es noch früher wollen, sogar auch schon beim Import. Und wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie die Basiskorrekturen gemacht haben, dann kommt es natürlich oder dann geht es irgendwann um die Motiventwicklung. Dann geht es nicht mehr darum, den Weißabgleich zu machen, dann geht es nicht mehr darum, irgendwelche Fehlfarben, irgendwelche Kalibrierungen an Basisfarben zu machen, sondern dann geht es nur noch darum, wie möchte ich meine Farben im Bild haben. Und da möchte ich Sie einfach mal durch ein paar Korrekturen in Lightroom führen, durch ein paar Standardkorrekturen, die mit Farben zu tun haben, aber auch durch ein paar Korrekturen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit Farben zu tun haben. So, ich habe jetzt hier alle möglichen Bilder, die mit Farben zu tun haben. Also da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Ich habe vorhin meine Surfbilder wieder entdeckt und habe mich kurzfristig entschlossen, dass ich heute das mal mit diesen Bildern machen möchte. Heute war so ein bisschen Frühling hier im Norden. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Republik war. Und da denkt man ja schon wieder an den Sommer. Ja, und so ein Sommer in Kalifornien wäre jetzt ganz hübsch, aber egal. Wir sind ja mit dem zufrieden, was wir haben. Und ich möchte Ihnen kurz mal zeigen, was ich an diesem Bild gemacht habe. Ich gehe damit mal ins Entwickelmodul. Wie geht es am schnellsten? Einfach die Taste D drücken für Development. Damit sind Sie automatisch im Entwickelmodul. Und Sie sehen hier schon eine ganze Menge gemacht worden. Ne? Die Belichtung, die Tonwerte sind korrigiert worden, wieder über Schwarz und die Tiefen. In der Dynamik ist etwas getan worden.
Und ich wette jetzt mal darum, dass in den HSL-Einstellungen auch irgendwas ist. Ja, ganz klar, die Grüntöne sind bearbeitet worden im Farbton, die Sättigung ist bearbeitet worden und die Luminanz ist bearbeitet worden. Was ich hier gemacht habe, das möchte ich Ihnen im Einzelnen mal zeigen. Und dazu setze ich diese Bereiche mal zurück. Anstatt jetzt jeden einzelnen Schieberegler zurückzusetzen, den ich auch zurücksetzen könnte durch einen Doppelklick, mache ich es mir einfach. Ich drücke mal die Alt-Taste und dann sehen Sie, dass hier über den Bereich Luminanz ein Zurücksetzen ist. Und damit kann ich sehr schnell meine Teilbereiche hier wieder zurücksetzen und so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Gehen wir mal in die Grundeinstellung. Auch die Dynamik setze ich zurück. So, das ist eigentlich das Bild so, wie es war. Hat schon ja, ein bisschen Dynamik durch den Kontrast, aber ist von den Farben her immer eher flau. Warum? Das war einfach alles grau da. Da konnte ich nicht viel tun. Das waren die Farben so, wie sie sind. Ich möchte aber jetzt natürlich für diesen Event, möchte ich gerade die Farben des Wassers ein bisschen mehr rausbrezeln. Und dann probiere ich natürlich als erstes womit? Logisch mit dem Weißabgleich. Das heißt, ich versuche jetzt in die kalte oder warme Richtung zu gehen und gucken, ob das eine oder das andere dem Bild mehr gut tun. Natürlich ist so eine wärmere Geschichte immer ganz gut, aber wir merken dann, dass das Wasser sehr leicht in das Schmutzige abgleitet. Und deshalb sehe ich schon, dass ich eigentlich ein bisschen wärmer werden kann, aber eigentlich diese Farben des Wassers separat bearbeiten möchte. Bevor ich aber jetzt dazu in die HSL-Einstellungen gehe, ziehe ich einfach mal meine Dynamikkorrektur noch nach oben, weil ich hiermit generell die Farbintensität steuere. Und gerade wenn ich so eine Situation habe wie diese hier, dass ich Farben herausarbeiten möchte, die eigentlich ins Grau tendieren, dann ist die Dynamikeinstellung sehr, sehr wichtig. Benutzen Sie nicht die Sättigungseinstellung. Warum? Weil die einfach, ich hätte jetzt fast das SCH-Wort gesagt, weil die einfach unbrauchbar ist. Nennen wir es mal so. Wenn ich sie hochziehe, schauen Sie mal, bevor ich den gleichen Effekt in den blauen Grüntönen habe, bluten mir die Hauttöne komplett aus. Warum? Weil das eine lineare Korrektur ist, die allen Farben gleichmäßig Farbe zugibt. Und diese gleichmäßige Farbzugabe hat halt nichts mit dem natürlichen Verhältnis der Farben im Bild zu tun. Die Dynamikeinstellung hingegen berücksichtigt das. Ich kann mit der Dynamikeinstellung sehr weit nach oben gehen. Die Hauttöne bleiben neutral, werden nur ein bisschen angehoben, aber die Farben, die halt generell schon eine höhere Grundsättigung haben, die haben halt hier noch intensivere Farben bekommen. Okay, und jetzt gehe ich da rein, die Farben richtig so zu steuern, wie ich sie haben möchte. Und dazu gehe ich in die HSL-Einstellung. In den HSL-Einstellungen kann ich halt jetzt erstmal den Farbton bestimmen. Und jetzt arbeite ich nicht mehr mit dem Weißabgleich, also in die blaue oder gelbe Richtung, sondern jetzt sage ich, ich möchte genau diese Farben hier bearbeiten. Und genau diese Farben bearbeite ich mit einem kleinen Werkzeug, nämlich dem, was Sie wahrscheinlich kaum sehen können. Die versierten Anwender unter Ihnen, die kennen das. Dieses kleine Punktwerkzeug macht zwei Sachen. Es kann sowohl messen als auch ziehen. Was bedeutet das? Ich habe es aktiviert, gehe jetzt mal in das Grün rein. Sie sehen, ich habe jetzt hier ein Werkzeug mit einem Pfeil nach oben und nach unten. Wenn ich jetzt klicke, ist es leider so, dass mein Mauszeiger verschwindet. Das bedeutet, Sie sehen nicht direkt, was ich mit der Maus mache, deshalb muss ich Ihnen das erklären dazu. Wenn ich jetzt klicke, sehen Sie keine Maus mehr. Sie sehen aber, wenn Sie nach rechts gucken, dass der Regler grün etwas gehighlightet ist. Wenn ich jetzt meine Maus immer noch mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehe, dann sehen Sie, dass ich den Farbton ändere. Entweder ins gelblichere oder ins bräunlichere, also ja, wenn ich zum Grün-Gelb hinzugebe, wird es allmählich braun. Oder ich gehe in die bläulichere Richtung und kriege dann allmählich genau das Grün, was ich haben möchte. Vor allem sehen Sie, dass dieses Grün jetzt hier nicht nur aus Grün bestand, sondern auch aus Aquamarin ein bisschen. Und das wurde zwar zu einem marginalen Teil, aber es wurde mit wegkorrigiert oder mit zusätzlich korrigiert. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Werkzeug, weil Sie damit dafür sorgen können, dass Sie keine Tonwertabrisse haben, also einen Farbton bearbeiten und der nächste, der direkt daneben steht, wird vielleicht nicht mit bearbeitet. So, jetzt habe ich den Farbton schon, jetzt kann ich im Farbton noch die Luminanz bestimmen. Die Luminanz würde ich immer bestimmen, bevor Sie die Sättigung bestimmen. Warum? Weil durch Helligkeit eine Menge Farbintensität gesteuert wird. Ich klicke nochmal hier rein, Sie sehen, der Mauszeiger verschwindet wieder. Ich gehe wieder nach oben und unten und kann so diese Farbe heller oder dunkler machen. Und auch hier sehen Sie, dass ein bisschen heller der Farbe dem Wasser sehr, sehr gut tut.
Auch das Blau kann eigentlich mal ein bisschen heller her. Und das ziehe ich auch noch mal ein bisschen heller ran. So, und danach gehe ich in die Sättigungskorrektur und kann halt hier das Sättigung, kann hier die Sättigung für die Grüntöne noch ein bisschen anheben, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und damit mache ich eine Farbkorrektur. Auch das können wir mal mit dem Original vergleichen. Ich gehe mal über die Taste Y in die Vergleichsansicht und hier sehen wir, von wo wir kommen. Das ganze Bild war kühler, es war dumpfer. Ich habe es jetzt einerseits wärmer gemacht, habe aber dabei nicht den unangenehmen Nebeneffekt, dass ich dabei durch die warme Farbtemperatur mein Grün hier im Wasser verbräunliche, sondern ich habe trotzdem noch die Farbe rausarbeiten können. Und sehe jetzt eigentlich im unmittelbaren Vergleich, dass ich es schön fände, wenn das Grün noch einen Ticken mehr ins Blaue tendiert, sodass ich bei den Originalfarben wieder ein bisschen mehr lande. Das ist eine ganz klassische Korrektur, die ich haben muss, wenn ich mit Farben arbeite. Sie sehen, genauso wie bei den Vorgaben, bin ich auch bei der individuellen Korrektur ganz schnell wieder bei den HSL-Einstellungen. Gut. Aber was hat noch mit Farbe zu tun? Ich möchte mal auf ein Beispiel zu sprechen kommen, was vielleicht nicht unmittelbar mit Farbe zu tun hat. Und dazu nehme ich mir mal eines meiner, eines meiner Treppenbilder. Ich gehe mal hier auf dieses Bild rauf und sage, zeig mir das mal im Ordner in der Bibliothek, dann finde ich nämlich auch noch die anderen dazu, genau. Hier habe ich noch welche und hier sehe ich folgendes Problem. Hier habe ich einen unterschiedlichen Lichteinfall. Wenn ich von oben gucke, ne, dann sehen Sie, dass hier offensichtlich kühles Tageslicht das Geschehen bestimmt hat. Im unteren Bereich wird es deutlich wärmer. Hier habe ich jetzt zwei Ansätze, das zu bearbeiten. Einerseits kann ich sagen, naja, ich würde gern generell die hellen Bereiche hier drin ein wenig kühler machen. Das möchte ich aber nicht für die dunklen Bereiche, für die Schatten haben, weil denen tut das eigentlich ganz gut, dass sie diese warme Stimmung, diese Kunstlichtstimmung noch behalten. Und wenn ich eine solche Trennung haben möchte, wenn ich also eine Trennung von einer Farbe in Helligkeiten unterscheiden möchte, nicht in Farbtöne, so wie ich es eben gemacht habe, sondern in Helligkeiten, dann kommt eine ganz andere Funktion zum Tragen, nämlich die Gradationskurven. Die Gradationskurven haben die Möglichkeit, nicht nur hell und dunkel zu arbeiten, also zu sagen, ich möchte jetzt die Tiefen meinetwegen dunkler oder heller haben, sondern die Gradationskurven haben vor allem auch die Möglichkeit, in den drei Farbkanälen zu arbeiten und darin die Farbe nach Licht und Schatten unterschiedlich zu justieren. Und da ich hier es stark mit Gelb zu tun habe, übernehme ich natürlich jetzt hier auch die Blaukurve. Blau ist die Komplementärfarbe zu Gelb. Und diese möchte ich jetzt korrigieren. Und zwar möchte ich die folgendermaßen korrigieren, dass ich sage, pass auf, in den Lichtern, also überall da, wo ich Weißtöne habe, da möchte ich das Blau ein bisschen anheben, aber in den Tiefen möchte ich das wieder zurücknehmen. Und auch hierfür habe ich dieses kleine Werkzeug, das Punktwerkzeug, kann in Töne reingehen, von denen ich sage, naja, das ist noch so ein heller Bereich, der mir wichtig ist, zum Beispiel hier in den Mitteltönen, und ziehe da das Blau nach oben. Und sofort sehen Sie, dass ich halt neutralisiere. Jetzt ist mir das in den Schatten aber ein bisschen zu stark geworden. Ich gehe mal so in so einen mittleren Schattenbereich, zum Beispiel hier, und sage, hier ziehe ich das Blau aber wieder ein bisschen nach unten, weil ich möchte, dass diese ganzen roten, warmen Bereiche wieder warm bleiben. Und damit habe ich, wenn ich das mal ein- und ausstelle, durch eine ganz sanfte Kurvenkorrektur ganz viel erreicht, weil ich nicht nur hier die Mitteltöne aufgehellt habe, sondern vor allem eine Farbkorrektur gemacht habe, die sich auf die Lichter bezieht, aber die Schatten wieder zurückgeregelt hat. Das ist eine ganz klassische Gradationskurvenkorrektur, wenn Sie mal mit einem alten Lithografen sprechen, also nicht alt vom Alter her, sondern alt an Berufserfahrung, der wird Ihnen sagen, dass er wahrscheinlich Zeit seines Lebens in den Gradationskurven die Farben korrigiert hat. Mittlerweile sind in Lightroom und Photoshop so viele Farbkorrekturfunktionen hinzugekommen, dass das allmählich aus dem Blick verliert. Aber genau wenn man diesen Fall hat, dass man sagt, man möchte halt etwas in Licht und Schatten farblich unterschiedlich korrigieren, muss man nicht in Photoshop wechseln, sondern kann das schon in Lightroom mit den Gradationskurven machen. So, nun aber gut und schön, ich bin immer noch nicht weit genug gekommen in diesem Motiv, denn in den Bereichen hier im linken Motivteil ist es so, dass es halt doch ein bisschen zu dunkel wird. Wenn ich das auch noch mit korrigieren würde über meine Kurven, ich kann da ja mal rübergehen,
sehen Sie den kleinen Punkt, der hier über die Kurve geht, da bin ich fast schon wieder in den dunklen Bereichen, die ich eben zurückgeschraubt habe. Deshalb muss ich irgendwann hier mit einer lokalen Korrektur arbeiten. Und das kann ich auch ohne weiteres machen. Ich gehe jetzt mal in meine lokalen Korrekturen rein. Und zwar gehe ich hier in meinen Korrekturpinsel rein. Und diesen Korrekturpinsel nehme ich jetzt, um hier mit Farbe zu arbeiten. Und um mit Farbe zu arbeiten, habe ich drei Ansätze. Der eine ist die Farbtemperatur. Das zweite ist die Sättigung. Und das dritte ist, dass ich direkt eine Farbe rauflegen kann, also etwas tonen kann. In meinem Fall mache ich es mir relativ einfach. Ich weiß ja, das, was ich noch korrigieren möchte, ist mir zu warm. Also kann ich einfach die Farbtemperatur hier korrigieren. Ich drücke mal die Alt-Taste und klicke dann auf die Farbtemperatur. Damit werden alle anderen Einstellungen genullt. Und jetzt ziehe ich einfach mal die Farbtemperatur ein bisschen nach unten. Im Bild passiert noch gar nichts. Ich stelle jetzt nur meinen Pinsel ein. Ich sage dem, dass der ein bisschen kühler werden soll, gleichzeitig aber die Sättigung ein bisschen runterschrauben soll. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Und dann kann ich mir meinen Pinsel entweder über diese Schieberegler einstellen, die Größe und die weiche Kante. Das ist der zweite Radius, der sich jetzt gerade rausarbeitet. Oder, wieder kleiner Trick, ich mache das über Shortcuts. Nutzen Sie die Komma und die Plus-Taste, um Ihren Pinsel zu vergrößern oder zu verkleinern. Nutzen Sie die Shift und die Komma oder Plus-Taste, um die weiche Kante zu vergrößern oder zu verkleinern. Und so können Sie sich schnell Ihren Pinsel einstellen. Ich nehme jetzt eine leichte, weiche Kante, damit ich zum Rand hin halt noch ein bisschen das Ganze auslaufen lasse. Sorge jetzt aber dafür, dass das Ganze automatisch maskiert wird, dass ich mir also keine Sorgen machen muss mit dem großen, weichen Pinsel, dass ich jetzt hier über den Teppich hinausmale. Ich sage automatisch maskieren in dieser Option und kann dann einfach hier über diesen Bereich malen. Ich mache es erstmal nur so grob, ne? Und Sie sehen, dass ich jetzt mehrere Sachen mache. Ich neutralisiere, ne, und mache das auch ein bisschen kühler. So, ich mache es mal für diesen anderen Treppenbereich noch mit und kriege gleich eine sehr, sehr neutrale Farbe. Hier den Treppenlauf nehme ich auch noch mit. Und nachdem ich das alles so grob eingestellt habe, kann ich jetzt noch die Einstellung verändern. Ich kann sagen, das ist vielleicht ein Tick zu viel geworden, nehme das Blau ein bisschen raus oder die Sättigung noch runter, damit es neutralisiert wird und finde jetzt bei der Neutralisierung, dass man hier durchaus einfach die Lichter noch ein bisschen mehr hervorarbeiten kann, dass das noch freundlicher wird. So, und wenn ich die Einstellung gemacht habe, kann ich halt auch noch über andere Bereiche im Bild rübergehen und diese mit den gleichen Einstellungen korrigieren. Das Gelb hier am Treppenlauf gefällt mir auch nicht, also gehe ich auch hier nochmal rüber. Und so können Sie sehr, sehr schnell erst durch globale Korrekturen, dann durch selektive Korrekturen wie die HSL-Einstellungen oder die Gradationskurven und dann obendrauf noch durch lokale Korrekturen wie die lokalen Korrekturwerkzeuge die Farben in Ihrem Bild ganz genau bestimmen, von Farbstichen befreien und in die Richtung drängen oder korrigieren, in die Sie sie haben wollen. Na, das sind so die drei Pflichteinstellungen, die man haben muss. Okay. Übrigens so zu den HSL-Einstellungen, das ist in letzter Zeit immer ein ganz großes Thema, was man dazu natürlich auch machen kann in den HSL-Einstellungen oder noch besser, das zeige ich Ihnen hier mal, in den Gradationskurven. Man kann das, was ich jetzt eben benutzt habe, natürlich auch sehr leicht dazu benutzen, dass ich halt hier so ein Fehlfarbenbild erstelle. Ich gehe mal hier rein in mein schon korrigiertes Bild. Welches nehmen wir da? Das zum Beispiel schreit jetzt gerade dazu, mit dem Farbchart zu sagen, farbsichere Farben, Farbneutralität ist ja gut und schön, aber ich möchte jetzt irgendwie mal einen Look erzeugen. Ich möchte irgend so ein Instagram-mäßiges Bild erzeugen. Und das kann ich ein bisschen machen, indem ich eine Teiltonung mache. Eine Teiltonung heißt ja, dass ich in Licht und Schatten unterschiedliche Farben reinarbeite, mit unterschiedlichen Sättigungen. Solche Sachen kann ich sehr leicht erzeugen. Richtig schräg wird es allerdings erst, wenn Sie das Ganze so angehen, dass Sie das über die Gradationskurven machen. Weil hier können Sie richtig mit den Farben spielen und sie verzerren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meine Schatten relativ grün haben, ich möchte, dass da ein richtiger Farbstich reinkommt, dann ziehe ich das Grün hier nach oben. Nicht so, sondern vielleicht, na, jetzt habe ich einen Punkt zu viel, den kann ich aber jederzeit mit gedrückter Kontrolltaste nochmal rausziehen oder aber auch einfach mit rechter Maustaste sagen, dass die Kurve wieder reduziert wird. So, und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe den untersten Punkt nach oben und sage, dass halt das Grün generell in den Schatten angehoben wird.
Und dann kann ich über die Gradationskurve hier noch einen Verlauf erstellen. Wie weit soll das Ganze angehoben werden? Möchte ich in den Lichtern wieder grün reinhaben oder nehme ich es da wieder raus? Und so kann ich gegenläufige Farben wirklich bis ins Erbrechen machen. Ich spiele jetzt mit dem Rot in den Mitteltönen, ziehe das Rot in den Schatten nochmal raus, so ziehe ich mir ein Cyan in die Schatten nochmal rein und kann so Farbstiche ohne Ende erzeugen. In den Grundeinstellungen ziehe ich jetzt nochmal die Dynamik ein bisschen raus und schon habe ich einen ganz eigenen vergilbten Look, der dadurch, dass er in den Farbanteilen etwas mehr Kontrast hat, ohne eine weitere Kontrastkorrektur auskommt. Und auch sowas kann ich mir als Look erstellen, einfach nur auf das Plus klicken für die Vorgaben. Das speichere ich unter den Vorgaben Farblooks. Und hierbei ist es ganz wichtig, ich nenne das jetzt mal Rot-Grün-Kontrast. Und hierbei ist jetzt ganz wichtig, dass ich auch wieder nur das darin speichere, was ich speichern wollte. Was habe ich getan? Ich habe nur in den Gradationskurven gearbeitet. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe nur in den Gradationskurven die Farbe gesteuert. Und damit, und das ist so toll, mache ich mir jetzt natürlich auch nicht die Grundkorrektur über die HSL-Einstellung kaputt. Das heißt, ich kann jetzt ohne weiteres über ein Bild, was ich halt vorher mit dem Spider-Checker ausgemessen habe, was die Vorgabe bekommen hat, kann ich ohne weiteres reingehen und kann halt sagen, hier möchte ich den Rot-Grün-Kontrast auch nochmal anwenden. Und hier möchte ich ihn, wenn ich das so kalibriert hätte, auch einfach nochmal anwenden. Ne? Und schon habe ich entsprechend meine Korrekturen gemacht, die jetzt natürlich ein bisschen abgleiten, aber das war auch mein Ziel. Ich bin sozusagen jetzt von der genormten farbsicheren Bearbeitung über die Geschmacksbearbeitung, die Motivbearbeitung in einen wirklichen Look gekommen, also in eine etwas schräge Farbbearbeitung. Egal, wo Sie landen wollen, ob Sie jetzt farbsicher arbeiten wollen, also bei der Kalibrierung bleiben, ob Sie dann Ihr Motiv auf den Punkt korrigieren, also genau versuchen, das einzufangen, was Sie vor der Kamera gesehen haben, oder ob Sie sagen, ich will was anderes aus dem Bild machen, ich will einen bestimmten Look aus dem Bild machen. All das wollen Sie natürlich später ausgeben. Und da hört natürlich die Farbsicherheit nicht auf. Und deshalb möchte ich Ihnen noch 2, 3 Bemerkungen für den Export mitgeben, beziehungsweise für die Ausgabe. Es gibt ja 3 verschiedene Arten von Ausgaben, die Sie haben. Die eine Ausgabe in Lightroom ist halt die Ausgabe direkt über das Exportieren. Das ist wirklich der Punkt, wenn Sie sagen, ich bin fertig in Lightroom und jetzt speichere ich eine Kopie des Bildes, die als meinetwegen TIFF, JPEG, was auch immer vorliegt. Beim Export Ihrer Bilder können Sie natürlich das Dateiformat und alles einstellen. Das werden die meisten Anwender von Ihnen kennen. Ich möchte Sie nur auf eine Sache hinweisen, dass Sie natürlich sich hier überlegen müssen, welchen Farbraum Sie einstellen. Und hier haben Sie nicht nur die Möglichkeit, so wie früher, zwischen den 3 Standard-Farbräumen sRGB, Adobe RGB und Profoto RGB zu wählen, sondern Sie können auch auf andere gehen und haben dann Zugriff auf alle RGB-Profile, die in Ihrem System vorhanden sind. Und so konnte ich zum Beispiel auch mein ECI-RGB, also das Standard-RGB, was bei mir in Photoshop eingestellt ist, hier als Ausgabe-Farbraum nehmen. Sie können aber durchaus auch, wenn Sie vorhaben, Bilder zu einem Service zu geben und dieser Service gibt Ihnen einen oder stellt Ihnen ein Profil zur Verfügung, so wie ich es hier für ein spezielles Fotopapier habe, dann haben Sie auch die Möglichkeit, gleich in dieses Fotopapier auszugeben. Das ist also eine Sache, die Sie immer bedenken sollten, wenn Sie exportieren. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie sagen, Sie übergeben die Bilder an ein anderes Programm, wie wir es vorhin schon für die Kalibrierung gemacht haben. Wenn ich das machen möchte, dann habe ich ja die Möglichkeit, das Ganze über den Bereich Foto bearbeiten in zu machen. Und das sollten Sie niemals machen, bevor Sie all diese Einstellungen nicht in den Voreinstellungen von Lightroom vordefiniert haben. Denn das geht ohne weitere Einstellungen ab. Sie müssen in den Voreinstellungen definieren, was bedeutet es beispielsweise, wenn ich eine Datei an Photoshop übergebe. Auch hier können Sie den Farbraum wählen. Aber Achtung, hier habe ich bisher nicht die Möglichkeit zu sagen, dass ich ein eigenes Farbprofil erstelle. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wenn ich in Photoshop etwas übergebe, möchte ich an dem Bild auch noch was bearbeiten. Ich kann also gerne einen Standardfarbraum wählen. Das ist ungefähr so, als wenn ich in der Kamera mit JPEGs gearbeitet hätte und Adobe RGB oder sRGB übergeben hätte.
Tun Sie sich einen Gefallen und übergeben Sie pro Foto RGB nur in den seltensten Fällen, nämlich nur dann, wenn Sie eigentlich mit 16-Bit weiterarbeiten wollen. Also aus irgendeinem Grund ein Bild ausgeben wollen, was einen Kontrast- oder Bearbeitungsumfang hat, was vergleichbar ist mit einer RAW-Datei. Ansonsten, wenn Sie ein 8-Bit-Bild ausgeben, bleiben Sie in einem Farbraum, der handelbar ist. Adobe RGB ist das, was mittlerweile von sehr guten Monitoren abgebildet wird. sRGB ist das, was von Standardmonitoren abgebildet wird, was der Standardfarbraum in einem, ich sage jetzt mal, Wald- und Wiesenlabor ist, was der Standardfarbraum für das Web ist. Und so können Sie entsprechend Ihre Bilder vor der Übergabe an Photoshop oder auch ein anderes Programm entsprechend vordefinieren. Ja, und die dritte Komponente, wo natürlich die Ausgabe ganz entscheidend ist, ist das Drucken, logisch. Ich kann ja auch aus Lightroom direkt drucken. Wir nehmen jetzt mal kein Kontaktbogen, sondern nehmen einfach ein Einzelbild, also wollen keine Spalten und Zeilen haben, sondern dieses Bild halt hier einfach abbilden. Das werde ich übrigens auch oft gefragt, was das hier unten bedeutet. Ich kann hier einstellen, ob ich halt alle Fotos in Filmstreifen, Bilder mit einer Flaggenmarkierung oder nur die aktuell ausgewählten Bilder markieren möchte. So, das wäre jetzt ein bisschen Papierverschwendung, deshalb sage ich mal, bitte maximiere mir mal die Größe, kann halt hier auch individuell die Größe noch bestimmen und möchte das Ganze jetzt ausgeben. Ich möchte jetzt nicht weiter eingehen auf sämtliche Druckeinstellungen, die man hier machen kann. Wir sind ja zeitlich auch schon wieder ziemlich am Schluss angelangt, sondern ich gehe auf die entscheidende Einstellung, wenn es um Farbe geht, und die finden Sie natürlich im Druckauftrag. Wenn ich das Ganze ausgebe, ist es hier wieder wichtig, wenn ich etwas an ein Labor gebe, das könnte ich hierüber machen. Ich könnte hierüber ein Drucklayout erstellen und dann sagen, dass ich wieder eine JPEG-Datei ausgebe. Dann können Sie natürlich auch hier wieder sRGB oder Adobe RGB wählen. In dem Moment, wenn ich direkt auf dem Drucker arbeite, dann ist natürlich ganz wesentlich, dass Sie vorher diesen Drucker mit einem Chart ausgemessen haben. Dass Sie dieses Profil, was sich daraus ergibt, zum Beispiel mit der Spider-Software, dass Sie dieses Profil dann in Ihrem System gespeichert haben und dann kann ich halt entsprechend auch meine Ausgabenprofile laden und kann direkt auf dieses Profil ausgeben. Das heißt, besser können Sie nicht drucken auf Ihrem Fotodrucker, Sie drucken genau auf ein Ausgabeprofil, was dem entspricht, was Ihr Drucker leisten kann. Da ist nur eins ganz wesentlich, dass Sie nämlich jetzt von vornherein das Farbmanagement nur hier einstellen und nicht einstellen in den Druckertreiber eigenen Einstellungen. Denn dort haben Sie auch alle möglichen Anpassungen, die immer gerne wieder genommen werden. Da müssen Sie alles ausschalten, alle Einstellungen, automatische Farbanpassungen und so weiter. All das muss hier ausgeschaltet werden. So, jetzt klingelt mein Telefon. Das soll sicherlich kein Zeichen sein, dass es jetzt schon 8 Uhr ist. Ich möchte nämlich Ihnen noch eine Sache zeigen. Das ist zum Glück gerade jetzt totgestellt worden. Von einer Sache möchte ich Ihnen abraten. Das ist das hier. Was bedeutet Druckanpassung? Das ist eine Geschichte, die jetzt in einer der letzten Updates neu gekommen ist. Eine Druckanpassung über Helligkeit und Kontrast ist so eine, Pi mal Auge Druckanpassung. Nämlich dann, wenn Sie nicht mit Farbmanagement arbeiten. Das möchte ich Ihnen hier gar nicht erst empfehlen. Deshalb sage ich da auch gar nichts weiter zu. Die Druckanpassung hat nichts mit dem zu tun, was hier drüber steht, dem Farbmanagement. Also lassen Sie diesen Haken weg. Das ist wirklich nur so eine recht grobe Geschichte, die Sie hier schnitzen können. Okay, gut. Also wenn ich drucke, dann bitte auf das richtige Profil. Das ist ganz, ganz wesentlich. So, und damit habe ich im Prinzip sämtliche drei Ausgabearten abgegriffen. Ich habe darüber geredet, wie es ist, wenn Bilder exportiert werden, wenn Bilder direkt an ein anderes Programm übergeben werden oder wenn Bilder ausgedruckt werden. Diese drei Ausgabearten sind die, die Sie berücksichtigen müssen und die Sie halt entsprechend sich voranzeigen lassen können. Und dann komme ich zum letzten Punkt, den ich hier in diesem farbsicheren Workflow einfach nochmal erwähnen möchte, nämlich, dass Sie im Entwickeln-Modul die Möglichkeit haben, schon einen Soft-Proof zu machen. Das eine ist ja, ein Bild auf ein Ausgabeprofil auszugeben. Das andere ist aber, in Lightroom bei der Entwicklung vorher schon zu sehen, wie würde es denn darin aussehen. Und dafür haben Sie einen Softproof. Den Softproof können Sie hier unten im Entwicklungsmodul über diese kleine Checkbox aktivieren
Und in dem Moment geben Sie halt nur noch hier oben unterhalb des Histogramms an, auf welchen der entsprechenden Farbräume Sie ausgeben wollen. Und jetzt sehen Sie, dass mit meinem Bild gerade was ganz Schreckliches passiert. Was passiert hier? Hier werden jetzt gerade, so habe ich es eingestellt, die außerhalb des Druckfarbraums liegenden Farben markiert. Nämlich über dieses kleine Symbolchen hier können Sie das einklicken. Das kennen Sie vielleicht über die Dreiecke, wo Ihnen dann die beschnittenen Lichter und Tiefen angezeigt werden. In dem Moment, wenn ich auf Softproof schalte, ist diese Markierung dazu da, um mir zu sagen, pass auf, hier gibt es Farben, die liegen außerhalb des Druckfarbraums des Druckers. Das ist insofern kein Problem, weil Sie ja nachher das Profil dieses Druckers anwählen werden und es wird dahin konvertiert werden. Nur hier sehen Sie jetzt schon, dass Sie halt außerhalb des Farbumfangs sind. Und Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass Sie zum Beispiel die Dynamik ein bisschen zurückschrauben. In dem Moment, wenn Sie hier Korrektur vornehmen und sich im Softproof-Modus befinden, weiß Lightroom gleich Bescheid und sagt, da ahne ich etwas, wahrscheinlich macht sie die Korrekturen jetzt nur für den Ausdruck. Und das wäre ja Quatsch, ein bestens optimiertes Bild jetzt so weit zu korrigieren, nur für einen Drucker, der gerade mal nicht so viel kann wie der andere. Deshalb bietet er Ihnen hier an, eine virtuelle Kopie, eine Proof-Kopie zu erstellen. Und dann werden diese Änderungen nur auf die Proof-Kopie angewendet und Sie können zum Beispiel für den einen Drucker andere Einstellungen vornehmen, wie für den anderen Drucker, der dann überhaupt nicht, oh, das war ein falsches Profil, der dann überhaupt nicht diese Problematiken hat, sondern diese viel, viel feiner oder in anderen Tönen, also zum Beispiel nur der Rotsättigung, die ich hier einfach mal ganz schnell ein bisschen reduzieren kann und schon habe ich das Problem hier ein bisschen rausgenommen. Na, Sie sehen, Sie können überall mit Vorgaben und Profilen arbeiten. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Sie sich diese Profile und die Vorgaben erstellt haben mit den richtigen Eingabegeräten. Und das kann sein der Spider-Cube, der Spider-Checker und alles, was zum Erstellen von Farbprofilen aus dem Hause Datacolor gehört. So, Boris, ich glaube, jetzt habe ich meinen roten Faden im weitesten Sinne abgearbeitet, sodass du jetzt eigentlich dich wieder zuschalten könntest und wir schauen könnten, ob noch Fragen zu diesem Thema da sind. Ja, klar. Ich übernehme das jetzt hier an der Stelle einfach mal. Für diejenigen, die denn nämlich noch Fragen oder weitere Informationen haben, sage ich an dieser Stelle, haben wir noch so ein paar Punkte. Geht ganz schnell. 30 Sekunden, dann bin ich auch durch. Und dann geht es in die Frage- und Antwort-Session. Ich werde dazu auch jetzt an dieser Stelle schon einmal die Möglichkeit, dass Sie Fragen eingeben können, freischalten. Für diejenigen, die sagen, okay, ich würde gerne doch noch ein bisschen mehr zum Thema Farbmanagement wissen, dann kann ich nur das Spider-E-Book empfehlen, bei uns auf der Webseite kostenlos zufrieden. Hier ist auch der entsprechende Link. Ich zeige ihn nachher nochmal, keine Sorge. Und ansonsten finden Sie uns in den sozialen Netzwerken und ich mache das heute sehr zügig oder aber auch bei individuellen Fragen im technischen Support telefonisch unter 00800 700 870 werktags 9 bis 12, 13:30 bis 17:30. Oder, und das ist das, was ich Ihnen ans Herz legen wollte, Sie kontaktieren uns über unsere Webseite. Dort haben wir die Möglichkeit, mit einem Formular den Kundenservice zu kontaktieren. Das Formular ist zwar auf Englisch, aber Sie schreiben selbstverständlich auf Deutsch. Der Vorteil ist, anders als bei einem Telefonat, wo Sie sich aufschreiben oder merken müssen, haben Sie hier natürlich die Antwort unter Umständen mit zusätzlichen Dokumenten angehängt, aber so ausführlich, dass Sie es auch Schritt für Schritt nacharbeiten können. Gut, das ist der Punkt und weitere Webinare werden kommen. Wir haben das ein oder andere in Vorbereitung beziehungsweise auch bei uns schon auf der Webseite. Wir freuen uns darauf, Sie. Und sage ich an dieser Stelle auf in den Chat hinein. Ich werde auch hier die Aufzeichnung des Webinars jetzt beenden.